Wenn ein Orgasmus passiert, dann ist das unglaublich willkommen. Das darf natürlich sein. Über Tantra-Massagen gibt es ganz verschiedene Meinungen. Offiziell gilt sie als Sexarbeit. Für manche ist es ein Weg zu besseren Sex, für andere ist es einfach ein Entspannungsritual. Ich treffe heute Johanna. Sie ist Tantra-Masseurin und ich will von ihr wissen, wie so eine Massage überhaupt aussieht und warum sie diesen Job macht. Und ich werde auch bei zwei Massagen dabei sein. Also es gab so einen Moment, wo ich wusste, okay, gleich wird er kommen. Eure Fragen habe ich natürlich auch mit dabei. Herzlich willkommen bei Follow Me Report. Hi, ich bin Aminata. Ich bin Johanna, schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen, ich freue mich. Wie geht's dir? Gut, ein bisschen müde, aber sehr gut. Was steht denn heute an? Wir gehen jetzt als erstes ins Studio und dann zeige ich dir so ein bisschen, wie ich arbeite. Und dann spiele ich mit dir, wenn du möchtest, ein kleines Spiel. Mhm. Ein Spiel zum Thema Konsens. Und dann wird eine Kundin von mir kommen, die Jermaine. Und danach kommt der Paul und das ist seine allererste professionelle Tantra-Massage. Ja. Und da darf ich dabei sein? Da darfst du sehr gerne dabei sein. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte noch nie eine Tantra-Massage und ich war auch nie bei einer dabei. Also ich glaube, es wird sehr interessant heute. That's what you are. Lingerie reflecting off the mirror on the bar. Category. Erzähl mal, warum und seit wann machst du diesen Job überhaupt? Also, ich habe vor 5 Jahren meine Ausbildung zur Tantra-Masseurin gemacht. Ich habe davor Kunst studiert und habe da dann schon bemerkt, wie sehr ich es mag, mit meinem Körper zu arbeiten. Und dann kam eine relativ harte Zeit in meinem Leben, wo ich einfach unglaublich viel Stress hatte. Dann war ich wahrscheinlich einfach sowieso ein bisschen auf der Suche nach Lösungen und bin dadurch an einem Artikel hängen geblieben über Tantra-Massage. Und dann bist du erstmal selbst zu einer gegangen? Dann bin ich erstmal zu einer Tantra-Massage gegangen, genau. Und danach aber direkt habe ich mich für ein Grundseminar angemeldet. Ah, direkt nach deiner ersten Massage dachtest du, ich will das selber machen? Ja, und dann war ich auch da und habe direkt gemerkt, okay, das ist es. Was ist es denn, was du dann machst? Was passiert bei der Massage? Erstmal so ganz grundlegend ist die Tantra-Massage eine ganzheitliche Massage, die nackt stattfindet. Es geht so darum, am Anfang ins Vertrauen zu kommen und erstmal so einen geborgenen Raum zu schaffen und danach wird einfach der Mensch von Kopf bis Fuß massiert, vorne und hinten und alles drum und dran und es nimmt eben auch den Intimbereich mit, wenn die Person sich das wünscht. Also wird explizit vorher abgesprochen, ob oder mit oder ohne? Also im Regelfall ist es so, dass die meisten Leute gerade wegen der Intimmassage auch kommen, aber ganz klar ist halt auch, wenn jemand am Ende gar nicht bereit ist für eine Intimmassage, dann muss das natürlich nicht sein. Geht es dann auch darum, dass die Person zum Orgasmus kommt, wenn sie kann? Wenn ein Orgasmus passiert, dann ist das unglaublich willkommen. Das darf natürlich sein. Aber ein Orgasmus ist gar nicht unbedingt das, was die Massage am Ende rund macht. Es ist irgendwie dieses Gesamtpaket von sich so gesehen zu fühlen und angenommen zu fühlen und zu merken, okay, mein Körper ist ein ganzes sinnliches, erregbares Organ und nicht nur meine Geschlechtsteile. Wirst du auch berührt? Also ich berühre die Person, die zu mir kommt. Die Person berührt mich nicht zurück. Offiziell gilt es ja als Sexarbeit. Bezeichnest du dich als Sexarbeiterin? Genau, per Gesetz gilt es seit 2017 als Sexarbeit. Das ist erstmal so ein Label, mit dem ich jetzt so per se kein Problem habe. Ich denke mir für mich, es heißt halt einfach, dass ich mit der Sexualität von Menschen arbeite. Mhm. Und in dem Sinne kann ich das Label total gut annehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir los ins Studio. Voilà. Riecht toll hier drin. Mhm. Ich kann dir jetzt super gerne mal die Räume zeigen. Mhm. Genau. Oh, wow. Ich habe mir einen Massageraum irgendwie vorgestellt. Mit einer Bank. Ja. Also man kann eine Tantra-Massage auch auf einer Massagebank geben. Aber an sich ist es halt auf dieser Matte und da auf dem Boden zu arbeiten, ermöglicht einem einfach ein größeres Spektrum an, wie ich jemanden bewegen kann. Mhm. Also hier haben wir das Badezimmer für die Gäste. Müssen die sich vorher duschen? Ich sage vorher schon immer, dass es die Option gibt, vorher zu duschen. Und die allermeisten Leute duschen vorher. Oh, was liegt denn da? Da habe ich meine kleine Kuschelvulva. Was machst du damit? Ich lege das erstmal meistens nur dahin und nehme es manchmal als Erklärmodell, wenn Fragen kommen sollten bezüglich der Intimberührung. Wie viele Massagen machst du am Tag? Also ich habe 3 Massagen am Tag, die ich dann noch gebe. Genau, aber dann ist der Tag auch voll.
Also fange ich um 9.30 Uhr an mit meiner ersten Massage und dann endet das Ganze um 22.30 Uhr, weil so eine Massage ja auch lang dauert. Wie lang geht denn eine Massage? Also eine Massage beginnt bei uns so ab 1,5 Stunden und kann aber auch hoch bis zu 3 Stunden gehen. Kannst du davon denn eigentlich leben oder überleben? Mhm. Also das ist so mein Haupterwerb und ich kann davon leben. Was für Menschen kommen zu dir für eine Tantra-Massage? So grundlegend erstmal eine ganz bunte Mischung. Es sind nicht nur die Yoga-Lehrer so, also es sind schon ganz, ganz viele unterschiedliche Leute, egal welches Alter, egal welches Geschlecht und auch durch verschiedene soziale Schichten. Warum kommen die Leute zu dir für eine Tantra-Massage? Es gibt Leute, die kommen einfach aus der Neugierde heraus, die mal davon gehört haben. Manchmal gibt es auch Leute, die haben einfach echt einen Prozess, also keine Ahnung, haben irgendwelche Thematiken. Sie kommen immer zu früh oder sie kommen irgendwie gar nicht. Und das sind dann auch Leute, die wiederkommen. Ich bin sehr gespannt. Ich dachte gerade, warum heute die beiden, die wir treffen werden, warum die wohl kommen, aber das kann ich später selbst fragen. Hast du auch schon mal negative Erfahrungen mit Kundinnen oder Kunden gemacht? Ganz am Anfang habe ich schon gemerkt, dass es da manchmal zu Missverständnissen gekommen ist von jemand erwartet dann plötzlich doch, dass ich dafür zuständig bin, jemandem einen ganz kleinen Orgasmus zu machen oder salopp gesagt, jemand einfach einen runterzuholen und wo ich gemerkt habe, okay, das war jetzt eigentlich nicht mein Ziel in dem Sinne und ich merke, es wird anstrengend für mich und das will ich eigentlich nicht und jetzt muss ich das noch kommunizieren. Mhm. Und wir wollten ja noch ein Spiel spielen. Mhm. Was machen wir jetzt und was hat das mit Tantra zu tun? Wir spielen jetzt das Wheel of Consent, spielen wir auch ganz oft in Seminaren als Einstiegsspiel, noch bevor wir überhaupt in Berührung oder in Nacktheit gehen, im Massagesinne. Und das ist ganz simpel, es besteht aus 2 Fragen. Und die eine Frage ist, wie möchtest du von mir für die nächsten 3 Minuten berührt werden? Und der Frage, wie möchtest du mich für die nächsten 3 Minuten berühren? Hast du Lust, das mit mir zu spielen? Mhm. Ich glaube, ich fände es schön, wenn du mir den Kopf kraulen würdest. 3 Minuten lang? Du darfst natürlich auch sagen, wenn du merkst, das möchtest du gar nicht machen. Ich kraule dir gerne den Kopf. Dann drehe ich mich einfach um. Ja. Die Zeit startet. Die ist schon gestartet. Viel mehr Druck, ne? Ja, viel mehr Druck, ja. Oh, du hast so tolle Fingernägel. Soll ich schneller machen? Mm-mm. Ich muss mich so konzentrieren. Mach noch doller, also der Körper kann echt viel ab. Schon um? Oh, das ging schnell. So. Oh, danke schön. Also, am liebsten hätte ich eigentlich eine Gesichtsmassage. Aber jetzt habe ich Make-up drauf und wir drehen ja und das wäre jetzt unpassend. Also ist meine zweite Alternative eine Handmassage. Sehr gerne. Das ist richtig nice. Es ist natürlich krass, dass man so merkt, dass du eine Masseurin bist, ne? Also, oh. Verlängern. Das war sehr angenehm. Vielen Dank. Sehr gerne. Das Spiel geht noch weiter. Es gibt jetzt noch die andere Frage. Das heißt, ich entscheide jetzt, wie ich dich für die nächsten 3 Minuten sozusagen zu meiner Freude dich berühren möchte. Mhm. Ich glaube, ich würde gerne so deinen Rücken und deinen Nacken so ein bisschen lang streichen und kraulen, wenn ich das darf. Das darfst du gern. Boah, ich krieg Gänsehaut. Das war so angenehm. Es hat gekribbelt bis an mein Kopfhaut. Ich würde gerne über deinen Rücken mit meinen Nägeln so rüber gehen. Ja, total cool. Das war sehr, sehr schön. Schön. Ich fand die Übung echt sehr cool und irgendwie habe ich ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie Tantra sein könnte. Und gleich ist es ja schon soweit. Hier haben wir mein Stöfchen. Da tue ich gleich so eine Schüssel drauf, eine Glasschüssel mit warmem Wasser und meinem Öl, meinem Kokosöl, das darin
flüssig bleibt. Desinfektionsmittel, klar, also vor der Intimmassage, nach der Intimmassage. Das sind so Fingerlinge. Das benutze ich, wenn ich eine Prostatamassage gebe, aber auch wenn ich eine Intimmassage in einer Yoni gebe. So, also bevor ich reingehe. Dann kommen wir zur ersten Tantra-Massage, die ich sehen werde. Mhm. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Hallo. Hallo, ich bin Aminata. Hi, ich bin Jermaine. Warst du schon mal hier? Ja, ich war schon hier in der Massagepraxis. Das heißt, das ist auch nicht deine erste Tantra-Massage? Nein, genau. Es ist heute meine zweite. Wie geht es dir jetzt gerade? Jetzt geht's mir ganz gut. Ich freue mich auf die Massage, Johanna. Ja, dann schicke ich dich duschen und gebe dir schon mal so einen Lungi mit. Mhm. Möchtest du auch ein Lungi anziehen, wenn wir massieren? Gerne, ja. Es ist nichts weiter als ein großes Strandtuch, das man sich dann so umschwingt. Die Massage selbst findet dann final nackt statt. Es gibt so diese erste Sequenz, die ist irgendwie bekleidet mit dem Lungi, einfach damit es nicht so ein Sprung ins kalte Wasser ist. Und dann zieht ihr euch beide aus? Genau, also ich ziehe mich zuerst aus, um einfach auch so diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Und dann werde ich Jermaine den Lungi ausziehen. Ist jetzt aber draußen bleiben, ich darf dort reinkommen. Ich weiß nicht, wie lange ich drin sein werde. Mal schauen, wie es den beiden gefällt und auch mir. Ob es unangenehm ist oder nicht. So, ihr seht mich jetzt schon wieder angezogen. Denn Jermaine hat jetzt doch gesagt, dass sie lieber alleine weitermachen würde. Also ich habe es mir ein bisschen massagiger vorgestellt, wie man so eine Massage kennt. Aber es waren sehr lange, ausgiebige Bewegungen auch, fast so umarmende Bewegungen. Und ja, schon auch mit dem ganzen Körper. Und ich hätte schon gern gesehen, wie die Intimmassage dann auch abläuft und aussieht. Aber das sehen wir dann ja vielleicht bei der zweiten Massage, die wir heute begleiten dürfen. Und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, auch eine Tantra-Massage zu erhalten oder vielleicht selbst auch eine zu geben. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht's super gut. Ich bin total entspannt jetzt. Voll schön, dich kennengelernt zu haben. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo. Hey. Hallo. Hallo. Wie oft warst du schon bei der Tantra-Massage? Das ist mein erstes Mal. Mein erstes Mal bei einer richtigen Tantra-Massage, ja. Cool. Dann würde ich sagen, geh doch mal direkt in den Raum. Was erwartest du denn von heute? Wirklich meine höchste Erwartung ist, dass ich mich fallen lassen kann. Mhm. Und ich glaube, das Schönste wäre, ja, einfach zu mir zu kommen. Diese körperlichen Bedürfnisse gestillt zu haben und diese Liebe zu spüren. Also Paul, das Wichtigste ist, dass du natürlich weißt, du darfst immer Bescheid sagen, wenn sich irgendwas nicht gut anfühlt. Und ich habe Fragen an dich. Mhm. Zum einen habe ich die Frage, ob du körperliche Beschwerden hast, auf die ich Acht geben müsste. Und ob du Tabuzonen hast, irgendwas, wo du nicht berührt werden möchtest. Ich fürchte auch nicht. Und hast du irgendeine bestimmte Motivation, wie du heute hier bist? Oder ein Gefühl oder irgendwas, wo du denkst, ey, ja. Chillen. Chillen. Mhm. Mir gut gehen lassen. Cool. Ich würde sagen, dann let's go. Mhm. Du darfst unter die Dusche springen. Yes. Haben wir noch einen Tee mitgenommen? Diesmal darf die Kamera mit, aber nur die Kamera und das ganze Team bleibt draußen. Wie geht's dir? Geht's gut. Ich würde dich jetzt unter die Dusche schicken. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Es war sehr schön. Ich fand's krass, zu sehen, also zu merken, wie ich konditioniert bin und was ich denke über Sexualität. Also es gab so einen Moment, wo ich wusste,
okay, gleich wird er kommen. Und dann war es aber so, du bist dann wieder langsamer geworden. Instinktiv dachte ich, das Ziel ist jetzt, du musst jetzt kommen, so ungefähr. Und das Krasse ist auch, dass ich mir ziemlich sicher bin, wenn das bei einer Frau gewesen wäre, dass ich nicht so sehr gedacht hätte, sie muss jetzt kommen oder so. Und ich war so, oh mein Gott. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich habe mich sehr gefreut. Ich ebenso. Dann. Bis dann. Komm gut nach Hause. Oder vielen, mehr. Vielen lieben Dank. Bis irgendwann. Bis irgendwann. Was glaubst du, wie lange wirst du Tantra-Masseurin sein? Also ich meine, Lust habe ich auf jeden Fall darauf, dass dieser Job noch mich sehr lange begleiten darf. Aber ich merke es ja jetzt schon so ein bisschen in meinen Knien und in meinen Gelenken. Also so, ich glaube, es ist kein Job, den man einfach bis 90 machen kann. Aber dieses ganze Thema Sexualität, das gehört auf jeden Fall total zu mir. So. Voll schön. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Ja, schön, dass ihr heute da wart. Und auch danke, dass du so super achtsam mit in unserem Raum warst. Das war total angenehm. Danke. Ja. Dann. Ich freue mich. Gut nach Berlin. Danke. Das war heute mal wieder ein sehr spannender Tag hier mit Follow Me Reports. Ich muss sagen, dass ich vorher nicht so genau wusste, was ich zu erwarten habe, jetzt aber ganz genau weiß, was eine Tantra-Massage ist. Es ist sehr viel sexueller, als ich dachte. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr gut tun kann. Und vor allem sollten sich viel mehr Leute sehr viel mehr mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Auch ich. Trotzdem weiß ich nicht genau, ob ich jetzt zur Tantra-Massage gehen würde oder nicht. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr euch auch vorstellen könntet, eine Tantra-Massage zu bekommen. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hier seht ihr eine weitere Folge von Follow Me Reports. Da geht es auch um intensive Berührungen, nämlich war ich bei einem Kuschelkurs. Solltet ihr auf jeden Fall sehen. Und hier gibt es ein Video von unseren KollegInnen von Y-Kollektiv. Da geht es um die Frage, ob Tantra dabei hilft, besseren Sex zu haben.